So. Weiter geht's mit Gothic 2, die Nacht des Raben. Jo. Part 40 sogar. Yay. Wir waren ja jetzt hier beim letzten Mal und wollten einfach mal gucken, wie es sich so in, wie es, was hier weiterhin zu machen ist. Da ist nichts zu holen. Ich will auch mal sagen, dass wir das machen. Also das geht wieder zu, aber wir können durch den Schalter können wir das wieder aufmachen, also von daher keine Angst. Ich wusste gar nicht, dass sie hier so eine schöne Mine drin haben. Sieht schon sehr nice aus. Ja, was heißt, ich wusste es nicht, ich wusste es schon. Ja, Warriors sind ja jetzt echt kein Problem mehr. Nur die Frage, ob wir auch irgendwas Besonderes finden, außer ein paar Minecrawler. Aber da habe ich doch schon was gesehen. Ein Erzbrocken, noch ein Erzbrocken, aber nur zwei. Oh, hier ist doch ordentlich was. Können wir da irgendwas bekommen, wenn wir das durchziehen? Wäre cool, wenn wir hier ein paar Erzbrocken farmen könnten. Ich guck mal, wir haben 5. Nee, sieht nicht so aus. Schade, schade, schade. Aber cool, dass wir hier ein paar gefunden haben. Ich weiß nur nicht, wo wir die verbrauchen können. Also gerade als Magier, glaube ich, brauchst du die eigentlich gar nicht. So, da hinten gibt es noch eine Höhle, aber die ist übel. Haben wir hier nicht ausgeraubt? Doch, wollte doch schon sagen. Mhm. So, den zweiten Turm müssten wir noch irgendwie hinkriegen. Da waren ja diese extrem, in meinen Augen, ein bisschen zu stark geratenen Wachen.
So, hier möchte ich mal speichern. Auf den Sicherheitsspielstand sollte ich auch mal speichern. Idiot. Na gut, ist zwar ärgerlich, aber jo. Was war das jetzt für ein Silber? Okay, es war eine normale silberne Schale. Warum mache ich mir die Mühe, um hier alles auszuräumen? Nicht nur wegen den EXP, sondern weil hier auch was ganz Nettes drin ist. Ich weiß nur nicht, ob ich das gebrauchen werde. Ja, Feuerbogen und Feuerpfeil. Haben wir aber nur begrenzt Schuss. Wollen wir mal gucken, was macht denn unsere aktuelle Armbrust? 90 Schaden ist eigentlich eine Menge. Der Feuerbogen ist natürlich sehr viel wert. Könnten wir mal gucken, ob wir den vielleicht verkaufen, weil wir ja extrem stark Geldmangel haben, weil wir ja diese, weil ich mir ja diese Tränke gönnen möchte. Aber hier gibt es ja noch. Hier ist eine alte Steintafel. Okay, das war's. Oh. Dieser scheiß Rabe. Alter, hat der mich jetzt gerade erschreckt. Leck mich doch am Eiersack. Entschuldigung. Sollte nicht so klingen, aber ich konnte es nicht anders da beschreiben. Ich gehe jetzt zu Sagitta, guck mal, was sie so hat. Vielleicht kann ich der ja den Feuerbogen irgendwie unterjubeln. Obwohl der schon recht nice aussieht. Allerdings haben wir, wie gesagt, begrenzt. Also wirklich nur 20 Feuerpfeile, danach können wir den nicht mehr absetzen. Man kann natürlich auch irgendwie so ein bisschen glitchen. Irgendwie in dem, ja, aber ich glaube, das geht nicht ohne Cheaten. Von daher können wir den entweder verkaufen oder mir sagen, wir behalten den aus Nostalgiegründen oder Sammlerwert. Im Addon gibt es natürlich auch noch eine magische Armbrust. Die macht richtig gut Schaden, aber da kriegen wir auch relativ wenig Bolzen für. Auf der anderen Seite muss ich auch gestehen, dass ich mittlerweile keine Ahnung habe, ob wir ob ich vielleicht was in Armbrust investieren sollte. Ich mache auf jeden Fall erst noch mal ein bisschen Einhänder von den Lernpunkten her. Achso, das ist nur Verwesungsfliegen. Ich weiß nicht, ob es hier schon, ob wir hier schon sein sollten. Niederes Skelett.
Jo. Ich würde sagen, jein. Warte mal, wie viel brauchen wir denn hier? Schädelspicker ist natürlich besser als der Piratensäbel. 12 Stärkepunkte zu wenig. Einhandkampf, Einhandkampf. Magie, Magie, Lebensenergie. Magie. Könnte natürlich unser Mana stark buffen. Ich würde jetzt erstmal ein paar Äpfel essen. Das werde ich auch im Zeitraffer machen. Stimmt, 30 Äpfel plus 1 Stärke. So, Goblin-Skelette schaffen wir ja, soweit ich weiß. Bei den normalen Skeletten bin ich mir da nicht so sicher. War mir klar, dass das sehr knapp wird. Scheiße, ich brauche unbedingt mehr Mana, dann sollte das gehen. Lass mich mal kurz was überlegen. Obwohl es schon sehr knapp war. Das greift aber auch brutal an. Also es muss mit, dafür, dass es in Zweihand trägt, muss es nicht nachladen oder so. Nein! Kann ich das noch laden irgendwie? Nein, okay. Oh, jetzt habe ich mir den Spielstand versaut, weil ich irgendwie, bevor das Spiel gemerkt hat. Der ist richtig gut. Ich will mal was anderes probieren. Ich will es mal mit der Armbrust probieren. Ja, das war klar.
nicht so geil, aber okay. War das der Greg oder warum sind die tot? Naja gut, macht nichts. Machen wir es halt nochmal neu. Manas leer, dann gehen wir nochmal pennen. Können wir nämlich uns ausruhen und erholen, ohne dass wir... wie heißt... ohne dass wir Probleme oder Nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Okay. Gut, will ich mich nicht beschweren. Na, müssen wir den ganzen Weg nochmal neu machen, aber das macht ja nichts. So ist das halt nun mal in Gothic 2. Wenn man ein bisschen auf Risiko spielt. Ich weiß, dass das die Addon-Welt ist und dass das Spiel die Nacht, das Addon die Nacht des Raben heißt, aber man muss es eigentlich so stark auf drücken, Entschuldigung. Ob es hier irgendwas gibt. Die Waffe, die die Wache fallen hat lassen. Ein Lederbeutel. Eine Truhe, die wir schon geplündert haben. Okay. Wusste nicht, dass wir schon hier waren. Mhm. Wir haben gepennt und haben aber nicht genug Gold. Vielleicht ja durch die Lederbeutel. Gerade so, super. Dann werde ich doch einfach mal speichern. Ja, perfekt. So können wir unser Mana auch hochziehen. Ich weiß nur nicht, wie oft das geht. Ich glaube, im dritten Kapitel, wenn wir aus der Minenkolonie kommen, sind die Schreine geschändet. Als Paladin kriegst du dann je nach Fraktion noch einen Special-Auftrag. Der Special-Auftrag als Paladin ist, dass du die Schreine reinigen musst. Als Magier musst du was anderes machen. Als Söldner musst du die Snapper hier so Drachen, so Schattenläuferhörner irgendwie besiegen. So, hier werde ich jetzt nochmal speichern.
Ich würde gerne meine Waffe ziehen, danke. Ist er gerade jetzt gestorben, weil es da runter... Och, komm schon, Leute. Es kann doch nicht sein, dass mir die ganzen Viecher hier wegsterben. Nur weil die zu blöd sind zu laufen. Wie soll ich da meine XP... Nee, das mache ich neu. Das sehe ich nicht ein. Keine Ahnung warum, aber er hat es nicht gemerkt. Zumindest sein Kollege hat es gemerkt. Das ist doch schon mal was. Gut. Was ist jetzt die Frage, ob ich das überhaupt will? Ich speichere einfach mal und probiere es. Aber nicht schlecht, dass das... Ja doch, war okay. Was habe ich denn da die ganze Zeit gespachtelt? Oh, Feuer, ne? Kraut. Jo, ich trinke mal. Obwohl, wenn ich vorsichtig bin, könnte ich eigentlich jetzt soweit ohne Respawn zu Sagitta gehen. Weißt du was, komm. Scheiß so und drauf. Große Wunden heilen, Feuer frei. Da sind noch ein paar Goblin-Skelette. Könnte ich natürlich probieren zu klatschen. Sollte eigentlich auch kein Problem sein. Ich speichere hier aber trotzdem mal ab, weil ich nicht weiß, wenn ich eins von den Goblin-Skeletten angreife, ob da auch das andere Skelett angreift. Oder ob die nicht zur gleichen Kategorie gehören. Nee, das passt super. Thank you.
kurz den Zeitraffer angemacht, damit wir mal die Äpfel hier schnell spachteln können. Da ist nichts zu. So. Nichts zu holen. Ist das ein normales Skelett? Ein Goblin-Skelett. Gut, super. Ist aber trotzdem relativ gefährlich, sich hier ohne umzusehen, weil man nie weiß, was einem hier wirklich erwartet noch. Aber ich glaube, hier waren wir schon mal. Ja. Seite, wie gesagt, Kapitel 2, Respawn. Den Schattenläufer will ich mich eigentlich noch nicht anlegen. Ja mal probieren. Wir schleichen uns mal an. Vielleicht kriegen wir ein paar gute Schläge hin. Alter, wer sich an so ein schnaubendes Tier ran wagt, der kann doch nur einen Knall haben. Klar. Das sah aber eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich habe auch sogar einen Flow drin gehabt. Alter. Okay, wir kriegen das hin. Yo. Es hat geklappt, sogar ganz ohne hier an die Wand klitschen und hoffen, dass wir es klatschen können. Super. Supi dupi, freut mich.
Freut mich wirklich. So, Kohle haben wir fast keine. Ich möchte aber trotzdem mal schauen, was dieser Gitter so zu bieten hat. Und ob wir uns bei der Dame nochmal hinlegen können. Achso, die hat ja kein Bett. Welche Ware hast du? Sag mir, was du... Sonnenaloe. Sumpfkraut, Kronstückel wäre natürlich sehr, sehr nice. Oh, Kronstückel wäre natürlich wirklich nice, aber 500 Gold bei der kriegen, muss man erstmal hinkriegen. Haut eines Reptils. Selbst wenn wir den ganzen Scheiß hier verkaufen, glaube ich nicht, dass wir genug zusammenkriegen. Goldbrocken, können wir später noch mehr zu Geld machen. Ach komm schon. Rostiger Zweihänder. Degen, Degen. Ja. Kreuzstöckel, ich hab Kreuzstöckel. Jetzt brauche ich nur noch wieder eine Drachenwurzel oder irgend sowas ähnliches. Vielleicht auch ein Elixier des Geistes. Heilen. Lass mich. Super. Ich glaube, Elixier des Geistes können wir uns vom Isagott machen lassen. Dann haben wir nochmal einen Mana-Trank. Geilo, geilo, geilo. Super, 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 duper. Ja, mit zwei Wagen möchte ich mich eigentlich noch nicht anlegen. Oh, dieses Laufen. Zum Glück wird das nach dem dritten Kapitel viel einfacher. Ich mache hier mal ein Stoppie, wir sehen uns dann im nächsten Part.